auch von mir ein herzlich willkommen und schön, dass tatsächlich doch der Saal einigermaßen gefüllt ist. Ich habe die besondere Freude, unseren heutigen Referenten vorzustellen, wobei ich davon ausgehe, dass diejenigen, die den Weg hierher gefunden haben, den Namen zumindest schon mal irgendwo gehört haben. Linus Neumann ist ja durchaus eine bekannte Gestalt in Deutschland, insbesondere wenn es um IT-Sicherheit geht. Er verdient seine Brötchen, soweit ich weiß, auch tatsächlich als IT-Sicherheitsberater, glaube ich, so firmierst du. Ja. Gelernt hat er eigentlich Psychologie. Ja. Und, aber ihn haben wohl schon immer die Informatik besonders gereizt und dann hat er eben sich da sein berufliches Umfeld gesucht und bekannt ist er eben vor allem in seiner Funktion als Sprecher des Chaos Computer Clubs, das ja die wahrscheinlich bekannteste Hackervereinigung in Deutschland ist, insbesondere eine Vereinigung, die sich eben gerade die Ethik, sagen wir mal, des Hackens auf die Brust geschrieben und die Fahne geschrieben haben, dass sie eben sozusagen ihre Computerfähigkeiten für das Gute einsetzen. Und daneben ist Linus Neumann auch als Netzaktivist sehr bekannt. Er schreibt sehr viel, er veröffentlicht sehr viel und er beschäftigt sich sehr viel mit datenschutzrechtlichen Fragen und da berät er auch die Politik gelegentlich. Das schadet aus meiner Sicht der Politik auch nicht, wenn sie in diesen Fragen gelegentlich von einem Fachmann beraten wird. Und er ist ein vielbeschäftigter Mann und ich freue mich besonders, dass er es heute geschafft hat, weil wahrscheinlich die meisten von Ihnen und euch verfolgt haben werden, dass der Chaos Computer Club durchaus gerade andere Sorgen auch hat, nachdem da die Büros und Wohnungen von zumindest Bekannten bzw. Kollegen, kann man vielleicht sogar sagen, durchsucht worden sind. Und deswegen Linus auch ein wenig was zu tun hatte, bevor er hierher kommen konnte. Also insofern freut es mich sehr, dass er da ist und er wird heute sprechen zum Thema L'utilisateur, c'est moi, und die Frage aufwerfen und vielleicht auch beantworten, ob denn digitale Souveränität heute überhaupt noch möglich ist. Also wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Vielen Dank, dass du da bist. Also mir ist hier hell genug. Nee, also das stimmt schon, dass Hacker das eigentlich lieber dunkel mögen, aber auf so einer Bühne hilft das dann auch beim Wachbleiben. Ja, ich freue mich über die Einladung, hier ein bisschen über digitale Souveränität zu sprechen. Die Einladung erreichte mich vor einiger Zeit und da habe ich den Begriff zum ersten Mal gehört und habe gedacht, ah ja, das klingt interessant, da kann ich bestimmt was zu sagen. Und dann habe ich heute auf dem Weg hierher, neben den Telefonaten, die ich gerade wegen diverser Angriffe auf unsere Räumlichkeiten führen musste, dann auch mir ein paar Gedanken dazu gemacht. Und da ihr alle diese Themen ja noch studieren, bei mir ist das Studium, wie ich ja gerade erschreckt festgestellt habe, schon einige Jahre her, verzeiht ihr mir, dass ich nur die plumpsten Anspielungen aus der Politologie mache. Hier begonnen mit dem Sonnenkönig, der uns allen in guter Erinnerung ist. Das Original ist Ihnen sicherlich allen bekannt. Dass ich jetzt die ganze Zeit wechsle zwischen der informellen und der formellen Ansprache, liegt daran, dass ich früher auch mal an einer Universität Vorlesungen halten musste, an der Humboldt-Universität, wo ich Psychologie studiert habe, wurde gerade schon gesagt, das kam so. Mein Leben begann quasi mit diesem Computer, wer kennt den noch von euch? Ja, da sieht man nämlich auch direkt jetzt so eine imaginäre Altersgrenze, die hier verläuft. Dieser Brotkasten ist der Commodore C64. Das war die größte Enttäuschung meiner Kindheit an dem Tag, als ich den bekommen habe, weil ich wollte eigentlich ein Nintendo. Ja, ich wollte ein Nintendo Entertainment System, das erste Nintendo, bevor es Super war. Und mein Vater sagte, das ist Quatsch, du brauchst einen ordentlichen Computer mit Tasten und Joystick. So, ne? Und dann haben wir uns damit beschäftigt. Und ich habe auf diesem Gerät damals angefangen, also ich wollte eine künstliche Intelligenz machen. Ich wollte mir einen Freund programmieren. Ich bin nicht über den Punkt hinausgekommen, dass er auch nur einen Satz gesagt hat, den ich nicht vorhersagen konnte. Aber wenn ich ehrlich sein soll, war das bei zumindest den Freunden meiner Kindheit jetzt auch nicht anders. Ich habe dann irgendwann relativ zeitnah ein Upgrade bekommen auf einen Computer, der sah ungefähr so aus.
Das ist jetzt nicht das Original, aber weil ich habe einfach gerade PC Tower White and Ugly und gegoogelt und das war das Ergebnis. Ja? Also das war ein PC, Riesenteil, stand im Keller, weil meine Eltern nicht wollten, dass er bei mir im Zimmer steht, weil die zumindest kontrollieren wollten, wann ich zu dem Gerät Zugang habe und wann nicht. Die haben sich aber keinerlei Gedanken darüber gemacht, was ich mit diesem Gerät mache. Vielleicht haben sie sich darüber Gedanken gemacht, aber die haben sich im stillen Kämmerlein gemacht. Und mich da eigentlich so frei walten lassen. Und das endete dann, oder das begann dann interessant zu werden, als mein Vater irgendwann nach Hause kam und sagte, hier Linus Modem, mach mal Internet. Und ich war damals, weiß nicht, irgendwie 12 oder so. Und dann hatte ich Internet. Das war geil. Dann habe ich ungefähr alles Schlimme gemacht, was man sich vorstellt mit so einem Internet. Ein paar meiner Klassenkameraden hatten dann auch Hausdurchsuchungen. Für so ein Thema, was mich immer wieder beschäftigt. Ich hatte Glück oder zumindest wahrscheinlich mehr Glück als Verstand. Und das entwickelte sich irgendwie so weiter. Und dann hatte ich irgendwann einen Computer, die sahen so aus. Und jetzt entwickelte sich die Welt in letzter Zeit irgendwie hin zu Computern, die sehen so aus. Was ist für euch so der entscheidende Unterschied jetzt von dem Computer unten rechts? Was würdet ihr sagen, unterscheidet den von den anderen? Touch-Interface, ja, also interessant, also etwas, was er mehr hat als die anderen, ja. Es fehlt die Tastatur. Es fehlt die Tastatur, es ist ein Computer. Was fällt noch ein, wenn man an diesen neuen, an diesen neuartigen Rechner unten rechts denkt? Kann man nicht ohne Internet einrichten, auch sehr schön, ja. Man kann sich installieren, was man möchte. Auch sehr, also finde ich fundamental wichtig. Du kannst ihn rumtragen. Man kann ihn rumtragen, stimmt. Ja, ich habe sogar einen dabei. Hier irgendwo. Na. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dieses Gerät kommt und ist so in meiner Wahrnehmung der erste doch Multi-Purpose-Computer, der den Leuten angedreht wurde, also der prinzipiell erstmal alles kann und auch als ein Gerät verkauft wird, was alles kann, was man aber auspackt und nicht selber programmieren kann. Bei all diesen anderen Geräten, bei dem C64, ging irgendwie ein Prompt auf und ich konnte sofort anfangen, den in Basic zu programmieren. Und je nachdem, welche Betriebssysteme oder eigentlich bei allen gängigen Betriebssystemen, die ich auf den anderen Rechnern hatte, konnte ich mehr oder weniger ungehindert anfangen, sofort ein Programm zu schreiben. Und dieses Programm war dann nur durch meine Fantasie, also dann doch relativ stark, aber nur durch diese eine fehlende Fantasie beschränkt. Oder durch das eigene Unvermögen. Aber prinzipiell konnte ich erstmal jedes Programm darauf schreiben und ausführen. Und das ist auf diesen neuen Geräten nicht mehr der Fall. Es ist sogar so, dass ich, wenn ich, also ich kann mir zwar jetzt auf meinem Mac dann die Entwicklungsumgebung für iOS runterladen oder auch im Windows-Rechner und kann anfangen, da Programme zu schreiben. Und ich kann die, glaube ich, auch dann also auf meinen eigenen Geräten irgendwie ausführen. Aber wenn ich jetzt sage, die möchte ich auch noch anderen zur Verfügung stellen, dann kommen wir zu dem Punkt, die Nutzer können nicht mehr selber entscheiden, was sie darauf installieren. Ich muss dann so eine $100 im Jahr oder $150 im Jahr Entwicklerlizenz bei Apple haben, auch wenn ich kostenlose Programme bereitstellen möchte. Das heißt, irgendwie so diese ganze ehemals freie Computerwelt ist jetzt so vollständig durchkommerzialisiert. Das so, wie ich auf Computer blicke, so die wenigen Typen, die ich davon kenne. Und jetzt springe ich zurück zu einer Zeit, von der ich sogar mit Freude behaupten kann, dass sie war, bevor ich überhaupt auf dieser Welt war. Also reden wir jetzt alle über eine Vergangenheit, die wir vielleicht gar nicht mehr erlebt haben. Und zwar ist das ein Text, den ich hier mal kurz zeige, der im September 1981 in der Tageszeitung Die Taz abgedruckt wurde. Und
glaube, ich kann hier einfach mal ganz kurz vorlesen. Dass die innere Sicherheit erst durch Computereinsatz möglich wird, das glauben die Mächtigen heute alle. Dass Computer nicht streiken, setzt sich als Erkenntnis langsam auch beim mittleren Unternehmen durch. Dass durch Computereinsatz das Telefon noch schöner wird, glaubt die Post heute mit ihrem Bildschirmtextsystem in Feldversuchen beweisen zu müssen. Dass der Personalcomputer nun in Deutschland dem videogesättigten BMW-Fahrer angedreht werden soll, wird durch die nun einsetzenden Anzeigenkampagnen klar. Dass sich mit Kleincomputern trotz alledem sinnvolle Sachen machen lassen, die keine zentralisierten Großorganisationen erfordern, glauben wir. Damit wir als Computerfreaks nicht länger unkoordiniert vor uns hinwuseln, tun wir was und treffen uns am 12. September 1981 in Berlin, Wattstraße, TAZ Hauptgebäude ab 11 Uhr. Wir reden über internationale Netzwerke, Kommunikationsrecht, Datenrecht, in Klammern, wem gehören meine Daten, Copyright, Informations- und Lernsysteme, Datenbanken, Encryption, Computerspiele, Programmiersprachen, Process Control, Hardware und was auch immer. Was fällt an den Themen auf? Das sind die gleichen wie heute, ne? Und das wurde da vorhergesagt oder als wichtige Themen erkannt von den Gründervätern des Chaos Computer Clubs. Frau Holland, der vor einigen Jahren schon gestorben ist, und Tom Twiddlebit und zwei Ungenannten. Das war damals noch so, das wird auch offenbar wieder so, dass man lieber nicht mit eigenen Namen unter solchen Aufrufen auftreten möchte. Innere Sicherheit, natürlich ein Thema, was auch die Bundesrepublik heute noch fundamental beschäftigt. Dass Computer nicht streiken, ja, ist jetzt gerade das Thema, wenn wir uns über ein allgemeines bedingungsloses Grundeinkommen unterhalten, wenn wir uns über Arbeitsplätze unterhalten, die vielleicht irgendwann endlich weg sind. Der videogesättigte BMW-Fahrer, der fährt jetzt inzwischen in Berlin auf dem Kudamm die Leute tot, während er an diesem Computer irgendwie rumfuchtelt und was weiß ich, WhatsApp-Nachrichten schreibt. Und dieses, dass sich mit Computern trotz allem Sinnvolles machen lässt, das ist so die Fraktion, der ich mich angehörig fühle. Das ist dann auch so die Fraktion, die inzwischen eben einigen Problemen auch sich gegenüber sieht, auch in Deutschland. Und die Themen 1981 Gesetz, und ich finde das sehr wichtig, sich das mal auf der Zunge zergehen zu lassen. Dieser Text ist heute nicht mehr besonders visionär. Wenn man sich überlegt, dass es irgendwie, wie viele Jahre ist das jetzt? 36,5 Jahre her ist, dass der formuliert wurde. Oder 37,5 Jahre, ich bin zeitlich und räumlich nicht immer ganz orientiert. Dass das eben weit über 30 Jahre her ist, dass diese Bedeutung für unsere Gesellschaft von diesen Computern vorhergesehen wurde, bevor überhaupt in jedem Wohnzimmer einer stand, bevor zur Debatte stand, dass überhaupt in jedem Wohnzimmer mal einer stehen würde, das fand ich schon ganz besonders wichtig. Und in dieser Tradition sehe ich mich eben auch, wenn ich über solche Themen spreche, nämlich den Computer als ein Instrument für uns, für die Gesellschaft und für jene Kräfte in der Gesellschaft, die glauben, dass es irgendwie positiv vorangehen wird. Und die glauben, dass es nicht falsch ist, wenn Macht, Gestaltungsmöglichkeiten und Freiheit in den Händen der Bevölkerung sind, der Bürger sind. Und wir haben natürlich auch gesehen, dass sich sehr viel in eine andere Richtung bewegt. Ja? Computer werden in allen möglichen Bereichen eingesetzt. Computer werden sehr viel auch gegen uns eingesetzt, gegen unsere Freiheiten eingesetzt. Und all das haben unsere Gründerväter damals schon vorhergesehen. Ich will Sie nicht mit meiner Nostalgie über den Chaos Computer Club nerven, deswegen komme ich jetzt einfach mal zu unseren ethischen Prinzipien, die auch damals in den 80er Jahren für den Chaos Computer Club adaptiert wurden, angenommen wurden. Die stammen, bis auf die letzten beiden, aus einem Buch von Stephen Levy mit dem Titel Hackers, Heroes of the Computer Revolution, das, glaube ich, 1984 veröffentlicht wurde. Der Chaos Computer Club hat dann so die letzten beiden
mit der Zeit noch in den 80er Jahren mit dazugenommen. Und da werden die ethischen Prinzipien von Leuten oder die ethischen Prinzipien von den Leuten geschildert oder für die Leute geschildert, die mit diesen Computern umgehen, die basteln, die verstehen, was da gerade gebaut wird. Und das sind damals wie heute sehr, sehr wenige Menschen in dieser Gesellschaft, die wirklich einen Computer programmieren können, die wissen, wie das Ding funktioniert, oder, und dann zähle ich durchaus Sie als Forschende mit dazu, die überhaupt in ihrem Leben mal eine Datensammlung, eine Datenanalyse gemacht haben. Und die wissen, was vielleicht für Macht in Daten steckt, für Macht darin steht, über eine Rechenkraft zu verfügen, die von so einem Computer ausgeht. Ich bin immer irrsinnig begeistert, wenn ich mir überlege, was diese kleinen Scheißdinger in kürzester Zeit berechnen können. Und die fundamentalen ethischen Grundsätze, die eben damals so für die Hacker gesetzt wurden, Hacker hier übrigens nicht nur für Menschen, die jetzt in fremde Computersysteme eindringen. Ganz klar in der Geschichte des Chaos Computer Clubs oft genug vorgekommen, haben wir auch immer große Freude dran, aber auch das passiert eben meistens unter fundamentalen ethischen Prinzipien. Das erste, der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie diese Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Für mich der fundamentale Grundlage, dass überhaupt irgendetwas entstehen kann, was man Souveränität nennen dürfte. Alle Informationen müssen frei sein. Ja, da gibt es jetzt einige, die sehen das anders. Die haben gestern die Türen in Dortmund eingetreten, weil da Computer waren, die auch ein paar Informationen frei sein lassen haben, wo einige meinten, so frei müssten die gar nicht sein. Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Und das ist das andere wichtige Ding, wo ich alle Fälle leider davonschwimmen sehe. Dieses Internet ist vor vielen Jahren mal angetreten als das dezentrale Netzwerk. Das war die Idee dieses Internets, dass jeder und jede Person weltweit sich daran anschließen kann und dort Inhalte anbieten kann und wir eigentlich ein gleichberechtigtes Verhältnis haben zwischen Servern und Clients. Also jemandem einen Computer, der quasi etwas anbietet und sagt, hier gibt es, was weiß ich, eine Webseite, hier gibt es einen E-Mail-Server, hier gibt es einen Chat-Server, hier gibt es, weiß der Geier, einen Java-Server oder hier gibt es einfach auch mal nichts. Und Leuten und anderen Computern, die sich dorthin verbinden können. Und ich habe sehr schnell festgestellt, dass ich da unmittelbar ein Ungleichgewicht eingefügt habe. Und dieses Ungleichgewicht besteht darin zwischen wer betreibt Server und wer betreibt Clients. Clients betreiben wir alle, Server betreiben jene, die sich das irgendwie zutrauen. Und doch war das Internet vor 10, 20 Jahren zumindest insofern ein dezentrales Netz, als dass wenigstens nicht alles den gleichen gehört hat. Wir hatten irgendwie, sind Leute hingegangen und haben gesagt, jetzt machen wir eine Homepage. Ja, und dann hosten wir die vielleicht bei dem Anbieter oder dem Anbieter, weil wir da lieber einen Dienstleister für in Anspruch nehmen, als dass wir mit unseren 56K-Modems zu Hause Server betreiben. Aber immerhin gab es da eine Vielfalt, die heute größtenteils verloren gegangen ist. Wer heute sagt, ich mache eine Webseite, meint damit oft eine Facebook-Seite. Und diese Zentralisierung der Welt auf wenige Services, das ist eigentlich das, wogegen wir anstehen und was auch die Idee des Internets zumindest nicht unbedingt war. Also das Revolutionäre am Internet war einmal, dass es nicht zentralisiert ist und nicht die Datenautobahn zu Facebook ist und dass wir nicht Phänomene haben, wie in, keine Ahnung, das ist eigentlich in vielen Ländern dieser Erde, wo das Internet größtenteils mobil ist, die also die ersten beiden digitalen Revolutionen nicht mitgemacht haben, sondern wo das Internet sofort einfach ein Feature war, was auf das Handy kam und nicht erst im Computer ins Wohnzimmer. Da passiert irgendwie sowas wie, wenn Facebook mal Probleme hat, seinen Dienst anzubieten, gehen die Leute in den Laden und kaufen mehr Guthaben für ihre Prepaid-Telefone, weil sie glauben, sie hätten das Guthaben aufgebraucht. Weil das Internet funktioniert ja nicht mehr. Es funktioniert eigentlich nur Facebook nicht, aber die wissen nicht, dass es darüber hinaus noch irgendetwas gibt.
Und Facebook und die Mobilfunkanbieter arbeiten auch konkret daran, dafür zu sorgen, dass sie nicht mehr wissen, dass es darüber hinaus noch eben etwas gibt. Ich glaube, das ist nicht nur ein Aspekt der Hackerethik, das ist eigentlich irgendwas so für jeden halbwegs aufgeklärten Menschen. Wir beurteilen uns nach dem, was wir tun und nicht nach Kriterien wie Aussehen, Alter, Herkunft, Spezies, Geschlecht oder gesellschaftliche Stellung. Musste damals in der Hackerethik nochmal klargestellt werden, muss heute, glaube ich, auch ab und zu mal wieder klargestellt werden, brauchen wir aber, glaube ich, nicht weiter darüber zu diskutieren. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Ja, das war, glaube ich, zu der Zeit musste das nochmal extra gesagt werden, weil wenn man jetzt so einen Computer gesehen hat, war jetzt Kunst und Schönheit nicht das Erste, woran die Menschen gedacht haben und was sie damit assoziiert haben. Insofern war das hier, glaube ich, eher so ein bisschen, hey, das ist schön, dieses Gerät. Es steht zwar im Keller und ich kriege keine Sonne, aber auf dem Bildschirm blinkt es grün und das ist schön. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Ja? Muss ich mir auch manchmal wieder in Erinnerung rufen, wenn ich meinen Tag vorm Computer verbringe und mich mit irgendwelchen Programmen umärgere oder so. Und dann sehr wichtige Dinge, das sind eben die hinzugekommenen Grundsätze des CCC. Mülle nicht in den Daten anderer Leute. Da haben wir nichts drin verloren. Die achten wir. Ja? Wir haben etwas dagegen, die Privatsphäre anderer Leute zu brechen. Wir haben etwas dagegen, gegen Individuen vorzugehen und wir respektieren die Privatsphäre anderer Personen. Wir sagen aber auch, öffentliche Daten möchten wir gerne nutzen und private Daten möchten wir gerne schützen. Und das ist ein Punkt, der im Laufe der Zeit auch immer wichtiger wird. Das klingt jetzt so ein bisschen erstmal so nach Datenschutz und so, ja, haben wir alles schon gehört und warum soll die private Person geschützt werden und der Staat nicht oder so, ist aber ein fundamentaler Grundsatz für das Kräftegleichgewicht zwischen Bürgern und Staat. Aus dem Chaos Computer Club und seinem Dunstfeld hervorgegangen und durch den Chaos Computer Club immer gerne unterstützt sind zum Beispiel so Plattformen wie Frag den Staat. Wer weiß, wer kennt diese Plattform oder weiß, was das ist? Ah, sehr schön, das freut mich. Ja, also Informationsfreiheitsgesetze, Möglichkeiten für die Bürgerinnen und Bürger, über das Handeln des Staates Aufklärung zu begehren. Und die gesetzliche Grundlage, dass sie das Recht dazu haben und der Staat sich da nicht so einfach gegen wehren kann, tut er jedes Mal wieder, dann schicken wir da unsere Anwälte hin und dann klagen wir regelmäßig diese Dokumente eben frei. Das ist nicht also wird natürlich gerne so wahrgenommen, dass das irgendwie ein Mittel ist, den Staat irgendwie zu piesacken und die Leute zu ärgern mit unnötigem Scheiß. Nein, das ist ein wichtiger, fundamentaler Grundsatz für die demokratische Kontrolle über diesen Staat, dass wir diese Möglichkeiten haben. Und genauso ist es ein wichtiger Grundsatz für die demokratische Kontrolle über diesen Staat, dass der Staat eben nicht alle Daten von uns bekommt. Und das richtete sich damals noch gegen den Staat. Das hat aber, wir haben lange Zeit immer gegen den Staat kämpfen müssen, der irgendwie mit Gesetzen in unsere Privatsphäre eindringen wollte, während wir irgendwie so ein komisches Phänomen hatten, was irgendwann 2000 begann, dass auf einmal alle Leute losrannten und sagten, ey genau, schützt uns vor dem Staat, wir geben lieber alle Daten, die wir haben, einem privaten Unternehmen. Und dieses private Unternehmen hat die dann für uns und wir machen uns über die rechtlichen Grundlagen überhaupt gar keine Bedeutung. Und was dann passiert mit diesen Daten, was für eine Macht entsteht, das sickert jetzt so langsam in das Bewusstsein der Leute. Das haben wir 10 Jahre lang rauf und runter, 20, 30 Jahre lang rauf und runter gebetet, dass das echt keine gute Idee ist, viele relevante private Daten in den Händen einiger weniger zu haben. Trotzdem ist das jetzt irgendwie mehr oder weniger freiwillig geschehen. Und wir haben Institutionen, Gebilde geschaffen, die, so lautet zumindest meine These, mehr Macht haben als irgendjemand, irgendeine Institution, egal ob demokratisch legitimiert oder nicht, jemals hatte. Und das sind natürlich irgendwie so Dinger wie Facebook und Google, die diese Daten nicht nur zu dem Zweck sammeln, damit eine Beobachtung vorzunehmen, sondern die ganz klar
mich bei allem, was sie tun, daran erinnern, was mir an meinem ersten Tag des Psychologiestudiums beigebracht wurde, wo wir da alle saßen und sagten, jo geil, jetzt Psychologie. Und dann kam der Professor rein und sagte, ja, wissen Sie überhaupt, was Psychologie ist? Ja, Und dann kam die Definition, die Wissenschaft von der Beschreibung, Vorhersage und der Beeinflussung von Verhalten. Beschreibung liefern wir Facebook und Google mehr oder weniger frei Haus. Vorhersage ist dann nicht mehr schwer, wenn man den Datensatz hat. Und die Veränderung von dem Verhalten ist das, was die als Geschäftsmodell haben. Nämlich Werbung, ganz einfach. Und wir fanden das, also ich nie, aber wenn ich wir sage, meine ich immer so ein diffuses gesellschaftliches Wir. Offenbar haben wir als Gesellschaft uns damit lange Zeit völlig zufrieden gegeben und haben gesagt, ja, ist doch super, wir haben so ein schönes Facebook, da können wir Fotos austauschen mit unseren Freunden und noch viel mehr Leuten, die dort auch unsere Freunde sind. Und alles, was wir, und wir kriegen sogar noch geilere Werbung, ja, nicht mehr uninteressante Werbung, sondern wir kriegen zielgerichtete Werbung. Und das war alles super, da hat kaum jemand irgendwie gesagt, dass das vielleicht ein bisschen komisch wäre. Bis dann auch einmal politische Werbung dort stattfand und man dachte, hey, das geht ja überhaupt nicht, ne? Mir irgendeine Scheiße andrehen, die ich nicht haben will, okay. Aber irgendwie, dass ich jetzt auf einmal noch Scheiße wähle, die ich nicht haben will, da geht ihr mir aber irgendwie ein bisschen zu weit. Ja? Diese Debatte, ich meine, da könnte ich eine ganze Vorlesung drüber halten, was da alles schiefgegangen ist. Aber auf jeden Fall nehme ich das einfach nur mal als Datenpunkt, wie sorglos wir über wirklich Jahrzehnte in so eine Entwicklung reingeraten sind, freiwillig und zwar jubelnd die Parade angeführt haben, ey, wie bist du nicht bei Facebook so? Kein Wunder, dass du bei der Party nicht eingeladen warst oder so. Ne? Und dass du nicht zu den coolen Kids gehörst. Ja? Und wie du, wenn du im Internet chattest, guckst du dir irgendwie so ein komisches Fenster an. Da gibt es ja gar keine Emojis. So, ne? Also, komische Welt, in der wir Hacker uns da irgendwie aufgehalten haben. Und uns lastet damit auch immer so ein bisschen so ein Aluhut-Image an. Ja, also wir werden sehr viel von Hans-Georg Maaßen zum Beispiel, dem Chef des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der rennt jetzt seit inzwischen 2 Jahren über jede Bühne und spricht von einer Datenschutzlobby in Deutschland, die irgendwie beim Volkszählungsurteil verhaftet ist und die irgendwie nicht gemerkt haben, dass die Digitalisierung sich weiterentwickelt hat und so, ne? Und versucht uns da irgendwie mit einigem Erfolg vielleicht auch so ein bisschen als so irgendwie antiquierte Aluhüte darzustellen. Ich verwehre mich da sehr gegen. Ich komme jeden Tag in den Genuss der Digitalisierung und ich glaube auch, dass ich relativ weit vorne bei dieser Digitalisierung irgendwie mitspiele und irgendwie jeden Scheiß mitmache. Aber das heißt nicht, dass ich jeden Scheiß bei Facebook mitmache. Naja, was hat das alles mit Souveränität zu tun? Ich habe schon gesagt, ich habe Politologie nur im Nebenfach gehabt, deswegen kommen von mir nur die plattesten Zitate. Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet. Das finde ich so schön, das Zitat. Das habe ich mir gemerkt aus meinem Politologie-Nebenfach. Und dann habe ich, als ich das heute wieder rauskramte, dachte ich so, naja, was ist denn der digitale Ausnahmezustand? Und da habe ich mich sofort an meinen ersten digitalen Ausnahmezustand erinnert. Das war nämlich ein Syntax-Error in meinem C64, weil ich einen falschen Befehl eingefügt habe. Und ich fand das eigentlich ganz amüsant, weil, naja, wer hat jetzt da über den Ausnahmezustand entschieden? Ich, indem ich einen falschen Befehl gegeben habe oder der Computer, indem er mir gesagt hat, so, Linus, du musst nochmal deinen Vater fragen, wie das hier mit diesem Basic funktioniert und wie nicht. Nachdem dieser C64 dann irgendwie ersetzt wurde durch den PC und wir auf dem PC sehr zum Missfallen meines Vaters zu viele Spiele gespielt haben, hat er etwas getan, was ich, sag ich mal, sowas von hundsgemein fand. Dieser PC war ja so ein Computer, den machte man an und aus. Also wenn man damit fertig war,
dann fuhr man den herunter. Der war nicht einfach immer an, der war viel zu laut, um immer an zu sein. Brauchte auch viel zu viel Strom. Und ich glaube, da war halt auch irgendwie ein Windows-Betriebssystem damals noch drauf. Das konnte man gar nicht so lange anlassen, weil das ja dann irgendwann einfach stehen geblieben ist. So, ne? Und mein Vater, also wir kamen eines Tages irgendwie, ich hatte Besuch von meinem Kumpel, wir kamen runter an den Computer und sagten so, jetzt hier eine Duke Nukem oder sowas spielen. Ne? Und das war so ein Ballerspiel. Ne? Und angemacht den Computer und der Computer begrüßte mich mit einer Rechenaufgabe. Und verweigerte quasi den Vollzug des Boots, bis ich nicht diese Matheaufgabe gelöst hätte. Und die kam halt aus meinem aktuellen Mathematikbuch. Und dann haben wir da gesessen mit dem Bleistift und haben irgendwie diese blöde Aufgabe gelöst. Und das natürlich aufgeschrieben und dachten so, naja, okay, beim nächsten Mal wissen wir ja die Lösung. Ja, irgendwie dann Computer wieder angemacht, kam das Scheißding mit einer anderen Aufgabe. Und dieser Zustand war natürlich absolut nicht haltbar. Und da war dann quasi der Krieg über die Souveränität dieses Rechners eröffnet. Und ich habe dann auf diesem Rechner Fragmente des Programmes gefunden, was mein Vater da geschrieben hat. Er war, also jeder Hacker macht Fehler und jeder Programmierer macht Fehler und er hatte den Fehler gemacht, den Quelltext oder Teile des Quelltextes seines Programmes dort auf diesem Computer zu lassen. Es war auch in Basic geschrieben, in Quick Basic. Das heißt, die Sprache kannte ich noch von meinem C64. Habe das Programm dann umgeschrieben und habe dafür gesorgt, dass es halt eine Lösung auch immer als richtig akzeptiert, sodass ich den Computer nutzen konnte, ohne wirklich das Ding lösen zu müssen. Während ich davon ausging, dass mein Vater den Computer jetzt nicht mehr benutzen kann, ohne eine Mathematikaufgabe zu lösen. Der wollte ihn aber eh nicht lösen. Es ging einfach nur darum, dass er nicht erkennt, dass ich das entfernt habe. Das heißt, da habe ich schon kleine Souveränitätskämpfe mit auf Computern geführt, die ich dann noch einige Zeit weiter eben inzwischen jetzt auch beruflich führe. Aber setzen wir uns ein bisschen mit diesem Begriff der Souveränität auseinander. Digitale Souveränität setzt schon mal digital voraus. Und da kamen mir zwei Bilder in den Sinn. Das linke zeigt ein Werbebild eines Projektes mit dem Namen One Laptop per Child. Die haben sich im Prinzip zur Aufgabe gemacht, in Ländern, die in der Entwicklung in einem anderen Stadium sind als sag ich mal, der Westen, Computer zu bringen, und zwar richtige Computer, die man programmieren kann, auf denen man root ist und denen halt quasi die im Umgang mit diesem Computer zu schulen. Auf der rechten Seite sehen wir einen Säugling, der mit einem iPad umgehen kann. Eine der großen Errungenschaften, ja, ich finde es tatsächlich, das ist auch ein Teil, den wir nicht ignorieren dürfen, dass mein kleiner Nachbar Bruno, bevor er irgendwie einen geraden Satz, geschweige denn meinen Namen aussprechen konnte, in der Lage war, kam er irgendwie rein, Bagger, dann nahm er das iPhone von seinem Vater, flippte das durch, bis er das YouTube-Logo war, drückte auf das YouTube-Logo, es kam YouTube mit der Liste der vorhergesehenen Videos und dann wusste er, wie er sich einen Bagger aussucht. Er hatte je nach Tages- und Nachtzeit unterschiedliche Vorlieben für verschiedene Bagger-Videos. Der konnte dieses Gerät bedienen. Der konnte auch dieses iPhone, was mit einem 4-Ziffern-Zahlencode gesperrt war, konnte der entsperren, bevor der überhaupt Zahlen lesen konnte. Der war damals, also wie alt ist er? Ich kenne mich mit Kindern nicht aus, aber der konnte halt nicht sprechen. Also noch nicht richtig. Also man konnte sich noch nicht mit ihm unterhalten. Da war der schon in der Lage, Baggervideos zu gucken. Das ist auch eine irre Ermächtigung, die dieses Kind da erfahren hat. Zumal nachher, als dann auch echt ein Bagger im Hof stand, er immer noch wusste, dass die anderen, dass es auf der Welt noch andere Bagger gibt und die sind hier. Und ich finde das schon gar nicht so uninteressant. Ja? Aber ich komme natürlich aus einer Welt, wo ich glaube, dass ich zu dem sehr schmalen historischen Ausschnitt aus der Menschheit gehöre, die wenigstens noch so grob mitbekommen hat, wie sich das entwickelt hat. Und ich frage mich ernsthaft,
was für diesen kleinen Säugling da jetzt irgendwie abgeht, der in einer Welt aufwächst, wo, bevor er überhaupt sprechen kann, leuchtende Brettchen sind, aus denen Bagger-Videos kommen. Ja? Magische Geräte gar, die er irgendwie kennenlernt, genauso wie er Stühle, Löffel und wenn was runterfällt, hebt die Mama das auf, lernt. Ja? In diesem Stadium lernt dieses Kind schon, mit dem Computer umzugehen. Völlig krass. Ohne irgendwie das Ding in Frage stellen zu können, ohne dass da irgendwann mal jemand sagt, so und so wird er programmiert oder so, oder da gibt es ein Facebook oder sowas. Ja? Oder ich stelle mir irgendwie vor, als ich irgendwie im Kindergarten war, da war dann so Thema, wie kommt das Wasser aus der Wand? Ja? Und ich stelle mir so vor, wie die dann irgendwann mal so mit 6, 7 Jahren, wie kommt die App in das iPhone? Irgendwie dann so lernen, so jetzt wird euch mal die Magie der Infrastruktur erklärt oder so. Ich finde das völlig faszinierend und irgendwie auch beängstigend. Ich habe gerade schon gesagt, dass ich sehr viel Wert darauf lege, also merkt das wahrscheinlich, habe ich wahrscheinlich die ganze Zeit, rede ich von nichts anderem, dass ich sehr viel Wert darauf lege, dass ich bestimme, was mit meinem Gerät passiert und dass ich das Ding selber programmieren kann. Und denke mal, so ohne Rootrechte auf dem Gerät gibt es halt auch keine digitale Souveränität. Das können wir uns einfach mal abschminken. Ja? Für diejenigen, die leider noch auf den falschen Betriebssystemen unterwegs sind, Sudo ist in der Unix- und BSD-basierten Welt der Befehl, mit dem man seine Nutzerprivilegien von einem normalen Nutzer auf Administrator hebt. Also quasi, dann kann man auch wirklich schalten und walten, wie man möchte, und ab und zu geht das auch ins Auge. Ja, aber man braucht das. Ein jahrelanger Kampf übrigens, das mit diesen Geräten irgendwie zu ermöglichen. Ja? Also das, was unter dem Jailbreak bekannt ist, ja? Dass dann irgendwie ein Gerät kauft und dann gibt es irgendwelche Fundamentalisten, die da irgendwo im Internet sitzen oder so und sagen, das ist doch nicht dein Gerät. Und dann sagen die Leute, was, bist du mich verarschen? Ich habe hier 24 Monate Vertrag, so, das ist meins, gib das wieder her. Und aber man hat eben keine wirkliche freie Bestimmung darüber. Und ich weiß auch, dass das immer für den größeren Teil der Gesellschaft scheißegal war. Und dass immer der größere Teil der Bürgerinnen und Bürger diese Rechte nicht in Anspruch genommen hat. Und ich finde das auch nicht schlimm. Ich mache das auch niemandem zum Vorwurf. Aber bei manchen Freiheiten ist es einfach sehr wichtig, dass sie existieren. Und da profitieren auch jene von diesen Freiheiten nicht in Anspruch nehmen. Genauso wie Meinungsfreiheit oder sonstiges. Steht jedem frei, auf seine Meinungsfreiheit zu verzichten. Bitte trotzdem nicht die derjenigen wegnehmen, die sie brauchen. Und ungefähr so sehe ich das auch mit den Administrationsrechten auf Geräten, die man gekauft hat. Ein Thema, über das ich mich jeden Tag echauffiere, ist die digitale Bildung. Ihr habt das gerade nicht ohne Grund erzählt, dass mir halt damals von meinen Eltern all diese Geräte dahingestellt wurden und gesagt wurde, mach da bitte irgendwas mit. Es wurde dann ein bisschen gegengesteuert, wenn ich da irgendwie zu viel Spiele gespielt habe und nicht irgendwie kreativ mit dem Computer tätig war. Aber ich glaube, dass dass der pädagogische Ansatz, den meine Eltern da gefahren haben, irgendwie dann doch seine Früchte getragen hat. Zumindest bin ich mit mir im Moment ganz zufrieden. Man muss dazu sagen, dass mein Vater stellvertretender Schulleiter war. Der lebt noch, der ist nur inzwischen in Rente, also bevor jetzt hier. Er ist stellvertretender Schulleiter außer Dienst. Er hat damals in seiner Schule auch sehr stark die Digitalisierung vorangetrieben. Irgendwie so Computerräume aufgebaut, Internet dran und solche Scherze. Und ich war dann doch sehr erstaunt, wenn ich mir jetzt hier bei meinem Nachbarskind anschaue, wie wenig Computer die in ihrer Schule haben und wie wenig die damit konfrontiert werden. Und dass da immer noch irgendwelche Lehrer sind, die sind ja jetzt auch inzwischen mein Alter, die jüngsten Lehrer, dann irgendwie auch so ernsthaft noch so eine Meinung vertreten, wie diese Kinder sollen mal lieber ein Buch lesen und es wäre ein tragfähiges pädagogisches Konzept, die Existenz des Internets so lange wie möglich vor diesen Kindern zu verheimlichen. Genauso wie die Existenz ihrer Sexualität zu verheimlichen, auch immer besonders gut funktioniert hat. Und ich bin wirklich
absolut, also mir fehlen die Worte, wenn ich mir den Zustand der digitalen Bildung in Deutschland anschaue. Also wir haben nicht das Lehrpersonal, um daran irgendwie nennenswert etwas zu ändern, weil wir in den Universitäten diesen Lehrerinnen und Lehrern nicht beibringen, dass das ein wichtiges Thema ist, weil das politisch entschieden wird, dass es nicht so sein darf, weil nicht sein darf, was nicht sein soll. Und dann wundern wir uns, dass Deutschland irgendwie so der absolute Digitalisierungsverlierer in egal welchem internationalen Vergleich ist. Und ich frage mich ernsthaft, so, es müsste sich, ich bin im Ruhrgebiet groß geworden, auch inzwischen rumgesprochen haben, dass halt irgendwie Bergfrau oder Bergmann keine nennenswerte Karriereoption mehr ist für diese Kinder. Die werden nicht Berufe annehmen können, in denen sie nicht mit Computern zu tun haben. Und die werden auch nicht Berufe annehmen können, in denen sie keine Vorteile haben, weil sie besser mit Computern umgehen können. Ich weiß überhaupt nicht, was für ein Bildungskonzept dahinter stecken soll, wenn man nicht anerkennt, dass die Idee der Schule darin bestehen muss, aus diesen kleinen, noch sehr geringen Wertbeitrag leistenden Wesen irgendwann einmal sinnvolle Individuen für eine Gesellschaft zu machen, die da was beitragen können, die die Gesellschaft voranbringen können, die was weiß, und sei es auch nur, indem sie tüchtig Mehrwert schaffen, ja, aber irgendwie müssen die mal ein vernünftiges Mitglied dieser Gesellschaft werden, und ohne, dass man denen Computerkram beibringt oder das halt irgendwie auf die Eltern abwälzt, die RTL 2 gucken und sagen, ja, nee, auf dem Computer ist das RTL 2 das Gleiche, nur im Stream kommt das halt 5 Sekunden später, deswegen guckt man lieber Fernsehen, mein Kind. Also das ist eine Aufgabe des Staates, da reinzugehen. Und wir müssen da fächerübergreifend rangehen. Es bringt nichts mehr zu sagen, wir haben ein Fach Informatik an der Schule oder so. Lehrkräfte größtenteils alleine damit. Es gibt keine Vorbilder, ich würde mich anbieten. Und wir sind eben an dem Moment, dass wir jetzt externe Experten einbinden müssen. Gleichzeitig ist ja, also ich war das letztes Jahr, ja, ich glaube Mitte letzten Jahres, als ich irgendwie die Bildungsministerin erdreistete zu sagen, ach, das wäre doch mal super geil, hier mal ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen und bis 2000 hasse nicht gesehen, WLAN an jede Schule zu bringen. Und dann haben da irgendwie die Lehrer- und Philologenverbände protestiert. Und am Ende ist von Wolfgang Schäuble höchstpersönlich dieser Posten aus dem Haushalt wieder gestrichen worden. Fällt aus wegen ist nicht. Fand ich echt, also da fiel mir gar nichts mehr zu ein. Das ist das, was mir ehrlich gesagt am meisten Sorgen macht, wenn ich an die Zukunft dieses Landes denke, an das ich ja irgendwie gebunden bin. Naja, ohne eigene Daten keine digitale Souveränität. Denn ein weiterer Aspekt von diesem kleinen iPad, was wir da gerade gesehen haben, ist natürlich auch, dass wir heute unsere Daten gar nicht mehr auf unseren eigenen Geräten haben. Und das hat enorme Komfortvorteile. Das ist echt toll, ne? Wenn alles in der Cloud ist, ne? Dann kann mir das iPhone betrunken ins Klo fallen und ich kaufe ein neues iPhone und die Daten sind da wieder drauf. Aber es gibt eben einen entscheidenden Punkt, und das ist, es gibt keine Cloud. Es gibt einfach nur die Computer von anderen. Und auf diesen Computern meine Daten zu haben, kann schön sein, aber es ist eben tatsächlich mit einer ganzen Reihe an Problemen verbunden. Und wer heute zum Beispiel die Diskussion mitbekommen hat über diese Urheberrechtsnovellen, wo es also um Uploadfilter gehen soll, wer mir irgendwo folgen konnte bisher, der weiß, dass ich mich hier gerade so mit meinem Ausspruch L'utilisateur c'est moi so ein bisschen wie der kleine Prinz auf diesem einen Planeten finde, auf den man dann echt ganz stolz sein kann. Man hat ja seinen eigenen Planeten, aber die Welt findet eben woanders statt. Und deswegen ist das inzwischen auch keine Frage mehr, die sich nur dadurch beantworten lässt, dass man jetzt sagt, ich installiere aber jetzt Linux und speichere meine Dateien auf meinen eigenen Rechnern oder ich verschlüssel jetzt aber meine Festplatte mit, wenn die Polizei mir die Tür eintritt, die nur Datenmüll finden. So wie, das muss man machen. Aber damit wird die Gesellschaft eben leider nicht mehr gerettet. Wir brauchen eine Möglichkeit des Umgehens damit, dass wir diese Daten
Machtstrukturen geschaffen haben, die inzwischen stärker sind als jeden demokratisch und nicht demokratisch legitimierten Staat, den wir in dieser Welt irgendwie haben. Und ich würde sagen, digitale Souveränität ist es, das einfach mal alles verstanden zu haben und auf dieser Basis vielleicht auch agieren zu können und sich Handlungsmöglichkeiten zu bewahren. Ich will noch ein bisschen auf diese staatliche Ebene der Souveränität gehen. Ich finde das ja auch ein wunderschönes Bild. Telekom hat sich da ein Auto offenbar gekauft, was irgendwie so dem Netzzustand in Deutschland auf jeden Fall mal den sehr gut symbolisiert. Und die Telekom verspricht jetzt hier mit diesem Auto eben den Anschluss an die Zukunft. Denn diese Zukunft, die fährt gerade weg. Und zwar fährt die mit einem Tesla weg und nicht mit so einem alten Citroën Transporter. Und diese Zukunft findet woanders statt. Dieser Ausspruch, ihr Anschluss an die Zukunft, ist ja dieser Anschluss an Google, Apple, Amazon und Facebook. Keines dieser Unternehmen irgendwie nennenswert in Deutschland beheimatet. Nichts davon ist irgendwie in Deutschland passiert. Der einzige Stolz, den wir in diesem Bereich haben, wäre irgendwie SAP, die Datenbanken für die NSA bauen. Ja, herzlichen Glückwunsch. So, vielen Dank. Mehr haben wir da aus Deutschland nicht auf die Reihe gekriegt. Und das ist, denke ich, primär ein Versäumnis dieser Bildungspolitik und dieser Technikfeindschaft, der ich mich absolut nicht verschrieben sehe. Ich hätte gerne Glasfaser. Und ich glaube, dass das wichtig ist für dieses Land. Und wenn ihr kein Glasfaser haben wollt, dann ist das euer Recht. Aber ich hätte gerne das Recht, Glasfaser zu haben. Müssen wir noch ein bisschen für kämpfen. Wenn wir auf dieser nationalen Ebene mal denken, die mir nicht unbedingt die sympathischste ist, aber wo ich natürlich mir darüber Gedanken machen muss, was ist mit den Leuten in diesem Land. Einige davon kenne ich. Dann sehe ich da irgendwie jetzt nicht so diese geile Zukunft. So, wir können uns daran anschließen, aber gestalten, das verspricht selbst die Telekom nicht mehr. Es gibt einige Möglichkeiten des Umgangs damit. Hier ein Wikipedia-Bild der chinesischen Mauer. China hat ziemlich genau das getan. Und natürlich wird die chinesische Zensur- und Filterstruktur aus guten Gründen die ganze Zeit kritisiert. Und ich möchte dieses Land in keiner Form gutheißen und seine Politik und das, was da, wie gesagt, mit Meinungsfreiheit, mit Dissidenten und sonstigen passiert. Dadurch, dass sie sich aber des Internets verwehrt haben und gesagt haben, wir machen unser eigenes Internet, ist China das einzige Land, was auch Digitalgiganten geschaffen hat. Namentlich Tencent und AliExpress. Ja, also AliExpress, das chinesische Amazon, und Tencent ist, wenn ich mich recht entsinne, der Betreiber von WeChat, was im Prinzip das chinesische Facebook ist. Ich glaube nicht, dass das eine Strategie ist, die Deutschland verfolgen sollte, aber wir müssen zumindest mal anerkennen, dass das irgendwie die einzige Strategie zu sein scheint, wie ein größeres Land sich eine digitale Souveränität erhalten konnte. Was auch immer für eine Souveränität das sein soll und wie auch immer vielleicht Menschen das mit dieser Souveränität anders sehen, China scheint der einzige Staat zu sein, der da nennenswert geschafft hat, die US-Tech-Giganten irgendwie rauszuhalten. Mit Mitteln, die ich nicht unterstützen möchte. Wir haben weiterhin, wenn ich schon in Asien bin, natürlich eine ganze Reihe Länder, die sind noch nicht digitalisiert. Ich habe mehrere Jahre in Indien gearbeitet in diesem Bereich. Diese Länder werden also jetzt digitalisiert. Und da haben wir genau das, was ich meinte. Da sind quasi Menschen, die haben diese gesamte Welle Personal Computer, Laptop und so gar nicht mitbekommen. Bei denen ist Digitalisierung, dass sie diese Geräte bekommen mit irgendwelchen vorinstallierten Apps. Und dass sie da halt das machen, was ihnen diese Geräte zur Verfügung stellen. Und dann, wenn man vielleicht aufs IIT geht in Indien, auf die Elite-Universität, und dann wird man vielleicht zum Programmierer ausgebildet und kann nachher vielleicht eine App schreiben oder so. Ja.
Aber da sehe ich wirklich sehr traurige Zukunftsmöglichkeiten, wenn ich an in Indien über 1 Milliarde Menschen ohne Internet denke, denen ich nichts sehnlicher wünsche, als dass sie dieses Internet bekommen, aber wo ich bei den Bedingungen, unter denen sie mit diesem Internet dann irgendwann einmal in Konfrontation treten werden, echt ein bisschen Bauchschmerzen bekomme, wenn ich an die Souveränität denke. Die letzte Folie passt nicht so ganz dazu, aber es ist ein kleines Rätsel, und zwar würde ich gerne von Ihnen wissen, um was es sich bei diesem Objekt handelt. Atombombe. Das ist eine Atombombe. Und auch das, ja, ist, also das ist ein Gerät, was vor einigen Tagen in Augsburg beschlagnahmt wurde von der Polizei. Es handelt sich dabei, glaube ich, nicht um eine Atombombe. Ich möchte aber auch gar nicht sagen, was ich glaube, worum es sich dabei handelt. Aber auch das ist natürlich eine Frage von digitaler Bildung und von digitaler Souveränität, wenn wir in diesem digitalen Raum, nichts anderes ging es ja bei dieser Hausdurchsuchung, die in Augsburg stattgefunden hat, beziehungsweise es waren nicht nur in Augsburg, es waren viele Orte, an denen die Hausdurchsuchung stattgefunden haben. Auch da geht es natürlich um so einen Aspekt, dass der Polizei da offenbar jegliche digitale Souveränität fehlt, weil sie irgendwie ein fundamentales Verständnis, weil es ihnen an einem fundamentalen Verständnis mangelt, wenn sie Familienvätern Hausdurchsuchungen bescheren, weil sie Spenden für einen E-Mail-Anbieter annehmen, der einen Kunden hat, der offenbar einer Straftat verdächtigt wurde. Auch das ist eine Frage von digitaler Souveränität, und wir müssen da alle echt noch sehr viel besser werden. Und damit danke ich für eure Aufmerksamkeit und widme mich gerne Fragen. Ich habe gesagt, ich moderiere mich selber, deswegen machen wir es einfach mit Melden. Kurz die Frage, dann wiederhole ich die und dann bin ich bereit, dazu Stellung zu nehmen. Danke für die Erinnerung. Das wollte ich eigentlich bei dem Telekom-Bus noch sagen. Die Frage war nach der Netzneutralität. Ich glaube, ich denke, dass eigentlich alle unsere Internetanschlüsse ein sehr fundamentales Problem haben. Und das ist, man geht ins Geschäft, sieht das Plakat und da steht hier einmal 5.000 Internet oder 10.000, kostet ein bisschen mehr. Und da wird immer nur die Downloadgeschwindigkeit angegeben. Und wir kaufen im Prinzip überall, jeder Endkundenanschluss hat eine Asymmetrie darin, wie viel Daten man aus dem Internet bekommen kann und wie viele Daten man dahin senden kann. Also die Geschwindigkeit, wie die Daten zu mir kommen, ist sehr viel höher als die maximale Geschwindigkeit, wie ich Daten von mir wegsenden kann. Und ich bin ein großer, großer Fan von dieser Idee der Brechtschen Radiotheorie, wo wir alle ein Sender sind. Und so stelle ich mir eigentlich das Internet vor. Aber quasi schon in den Kabeln, die wir zu unseren Häusern legen, leider sind es ja Kabel und keine Glasfasern, aber dazu habe ich ja schon meinen Teil gesagt, ist quasi schon dieses Ungleichgewicht drin, dass wir bitte schön uns dass wir Empfänger sein sollen, dass wir uns berieseln lassen sollen. Und das halte ich schon für grundfalsch. Jetzt ist es leider ein sehr unheiliges Momentum entstanden, dass die Netzbetreiber festgestellt haben, wir dachten ja, das mit dem Internet ist ein fettes Milliardengeschäft, ist eine super geile Idee, da werden wir reich und wir bringen Internet zu den Leuten, und die stellen jetzt quasi 20 Jahre später fest, dass sie Infrastruktur geworden sind. Pipes, also Rohre. Und das ist etwas, was sie eigentlich nie wollten. Die wollten gerne auch ein großes Stück von dem schönen Internetkuchen haben, der sich jetzt bei Facebook, Amazon
Google, Netflix und sonstigen konzentriert. Und die eine Möglichkeit, die Sie halt jetzt noch sehen, nachdem Ihnen offenbar jegliche Innovation nicht selber gelungen ist, obwohl Sie ja diese Netze gebaut haben und Sie ja auch selber ein Spotify hätten bauen können oder ein Netflix hätten bauen können oder ein, was weiß ich, was die Leute sich angucken, sagen Sie, naja, wir wollen jetzt am besten mal Allianzen mit den datenintensiven Unternehmen machen und sagen, wie jetzt die Deutsche Telekom zum Beispiel, okay, es gibt irgendwie Stream-On und Teil von diesem Stream-On ist, dass bestimmte Anbieter, die mit uns einen Vertrag haben, kostenlos sind und andere Anbieter gehen vom Datenvolumen ab. Also quasi, man hat einen Vertrag über, weiß nicht, 3 Gigabyte Datenvolumen, also irgendwie so, wie das halt in Entwicklungsländern wie Deutschland üblich ist. Und dann wird gesagt, aber Netflix gucken kannst du so viel, wie du möchtest. Ist natürlich sehr ärgerlich für jede Konkurrenz, die vielleicht auch einen Videodienst anbieten möchte und nicht in den Genuss kommt, von der Deutschen Telekom Vorteil zu werden. Das heißt, wir sind in dem Kaputtmachen des Internets inzwischen so weit, dass wir Kartelle aus denen, die uns die Daten bringen und jenen, die Daten in diesem Internet anbieten, tolerieren und so letztendlich auch die letzte Möglichkeit für Innovation, die es in Deutschland vielleicht noch gäbe, vernichten, weil wir massive Strukturen aufbauen, mit denen zu konkurrieren einfach nicht mehr möglich ist. Und das ist, deswegen ist Netzneutralität wichtig. Das hat nichts mit Fundamentalismus zu tun, wie uns immer wieder vorgeworfen wird. Das hat einfach was damit zu tun, dieses Internet als einen freien Markt zu erhalten. So sehr mir das jetzt irgendwie widerstrebt, das große Loblied des freien Marktes zu singen, aber in diesem Fall wäre es echt mal wichtig. Da hätte es eine Frage. Es ist ja eigentlich unmöglich, keine Daten auszugeben und auch nicht irgendwie über Linux oder sowas halt die Mauer aufzubauen. Aber wie kann man denn sein größtes Maß an Souveränität für die eigenen Daten erhalten, wenn man eben diese massiven Strukturen schon erlebt hat? Also die Frage war, es ist quasi unmöglich, keine Daten irgendwo zu hinterlassen, stimmt. Aber wie kann man sein größtes Maß an Souveränität vielleicht erhalten? Und das ist, glaube ich, also sehr gute Frage, weil die Antwort eigentlich einfach ist. Ne? Meidet diese Plattformen, nullroutet sie in euren Netzen, haltet euch von ihnen fern und irgendwie gewöhnt euch halt daran, einsame Menschen zu sein. Ne? Da ist also quasi ein Zug ab, leider jetzt langsam abgefahren, dass ich inzwischen, da bin ich auch kein großer Fan von staatlicher Regulierung eigentlich, aber ich glaube, dass wir da zwar individuelle Entscheidungen treffen können, zu sagen, ich mache da nicht mit, ich nutze jetzt irgendwie andere Systeme, ich mache nicht das Häkchen bei Cloud, sondern ich kümmere mich da selber drum, ich nehme mein Schicksal und aber auch mein Risiko selber in die Hand, ja. Dafür muss ich mir Wissen aneignen, das kann sich überhaupt nicht jeder Mensch leisten. Und ich glaube, dass das halt auch, also was schiefgegangen ist, ist quasi schiefgegangen ist das vor ungefähr 15 bis 20 Jahren. Denn alles, was Menschen heute nutzen als Cloud, als Messenger, als hast du alles nicht gesehen, muss nicht zentral sein. Es ist nur einfacher, sowas zentral zu machen. Und all das, was, also ich meine, was sich jetzt Leute erfreuen, dass sie irgendwie sich eine Kurznachricht schicken können über WhatsApp, ja, oder, oh krass, WhatsApp-Gruppen, so. Halleluja, IRC wurde 25 Jahre später noch einmal neu erfunden, ja, nur dass es jetzt nicht mehr verteilt ist, sondern zentral. All das gab es schon, ja, und all das funktioniert auch in dezentral. Dezentral in dem Sinne, mehrere Anbieter mit dem Potenzial zu, jeder Mensch ist sein eigener Anbieter. Das gibt es alles. Da war nur nie ein kommerzielles Interesse dahinter, das so zu machen. Das eine dezentrale, föderierte System, was uns erhalten geblieben ist, ist E-Mail. Und Gott bewahre, so das wäre das Erste, von dem ich mich gerne verabschieden würde, um ehrlich zu sein. Aber
Es ist eben ein fundamentales Problem, dass hinter diesen zentralisierten Modellen Geschäftsmodelle sind, dass man dafür Funding kriegt und dass sie einfacher zu realisieren sind. Dezentralität bedeutet immer auch mehr Komplexität und bedeutet immer auch keine Exklusivität. Von welchem Venture-Kapitalisten soll ich dafür Geld bekommen? Wenn ich sage, ey, ich habe eine geile Idee, gib mal ein paar Millionen, ich baue was, das können nachher alle nutzen. Dann sagt er, warte mal, Moment, du hast, glaube ich, irgendwie, habe ich was nicht verstanden oder hast du was nicht verstanden? Und das ist im Prinzip diese Entwicklung, die uns alle irgendwie unglücklicherweise überholt hat. Und wir werden da wahrscheinlich nur regulatorisch gegen angehen können. Insofern finde ich solche Gedanken, wie das Frau Barley jetzt sagt, okay, wir zwingen die einfach zur Interoperabilität, damit wir wenigstens da so eine Konkurrenz wenigstens aufrechterhalten können. Und wenn sie interoperabel sein müssen, könnte ja zum Beispiel der Linus auch seinen eigenen interoperablen WhatsApp-Server unterhalten. Ja? Wie gesagt, werden wenige tun, wäre besonders wichtig. Leider hat die Entwicklung uns inzwischen so dermaßen überholt, dass ich fast fürchte, dass wir selbst mit regulatorischer Gewalt nicht mehr an diesen Punkt kommen. Tut mir leid, dass ich da keine mehr Hoffnung bietende Antwort geben kann. Du warst der Nächste, der sich gemeldet hat? Ich kann die Frage nochmal anknüpfen und möchte nochmal kritisch nachfragen, ob das ausreicht, dass wir dann die Häkchen nicht mehr setzen bei Facebook oder bei Facebook uns abmelden und das Cloud-Häkchen nicht mehr setzen, ob das nicht alles eigentlich viel schlimmer ist. Also ich bin auf viele Veranstaltungen, da werde ich ständig fotografiert, ja, meine Vorlesungen sind auch teilweise aufgezeichnet, die sind dann öffentlich einsehbar, nicht bei Google, sondern sind hier abgespeichert, aber letztlich denkt irgendjemand über mich, also wenn ich zum Beispiel in einem Prozessgutachter bin, wenn man mich dann eben mal diskreditieren möchte oder sozusagen meine Glaubwürdigkeit erschüttern oder wenn man mich einfach manipulieren möchte. Nicht verraten, wie das geht. Dann ist das im Grunde wahrscheinlich ein leichtes, indem man einfach ein bisschen Google-Suche macht und dann lässt man da irgendwie, wird wahrscheinlich ein Video, wo ich drauf bin, eine Stunde Vortrag von mir, würde wahrscheinlich ausreichen, um sozusagen völlig zu verstehen, wie ich ticke. Und im Grunde ist das doch dieser Rat, den man hört, sei datensparsam. Das funktioniert doch nicht. Also es geht doch jetzt schon sozusagen, die Daten sind da und auch wenn die nicht bei Google sind, sondern hier sind sie öffentlich zugänglich, was sie auch fordern. Also nicht die persönlichen Daten, aber ich bin ja öffentlich als Professor, das ist die Vorlesung und so weiter. Ja, das heißt, das Problem ist doch viel dramatischer und da brauche ich auch nicht Google zu sein, das sind ja noch die Netten, aber es kann ja auch ein kleines Startup, Cambridge Analytics zum Beispiel sein, die haben an mir kein Interesse, aber wenn es darauf ankäme, weil ich zum Beispiel ein Zeug, ein Prozessgutachter oder Zeuge bin, dann würde man das doch mühelos sozusagen machen. Ist das nicht etwas, was der Digitalisierung sozusagen immanent ist? Hier würde ich einen sehr entscheidenden Punkt anbringen. Natürlich kann man sich nicht vollständig der Verdatung entziehen. Ja? Man kann sich aber natürlich größtenteils entziehen. Und nicht jedes Datum ist gleich viel wert für diese Unternehmen. Sie haben gerade richtig gesagt, die haben nicht unbedingt ein Interesse am Individuum. Wer Daten analysiert, interessiert sich für Gruppen, für Trends, für Unterschiede zwischen Gruppen, Manipulationsmöglichkeiten in der Breite und sonstiges. Das wird im zunehmenden Maße komplexer werden mit multilinearen, hierarchischen Modellen und so weiter. Aber insgesamt glaube ich, dass man mit Fug und Recht sagen kann, dass bevor Google oder Facebook oder Cambridge Analytica sich für sie interessiert, da werden die sich noch für eine ganze Menge anderer Leute interessieren. Und insofern ist das Interesse dieser Unternehmen an dem Individuum zumindest heute noch als sehr, sehr gering einzuschätzen. Und es macht für die Gesellschaft sehr wohl einen Unterschied, ob ihre Daten in der maschinenlesbaren, vorgefertigten Form vorhanden sind, wie Google sie sich vorstellt. Ja, also wie Facebook sie sich vorstellt. Facebook am anderen Ende ist eine Datenbank und die sammelt ihr Verhalten. Diese Datenbank sammelt ihr Verhalten ja nicht irgendwie und schreibt sich das irgendwie mal weg, um da unter Umständen mal reinzuschauen, sondern alle diese Daten werden strukturiert abgelegt. Und zwar so, dass sie verständlich sind. Und das ist der entscheidende Unterschied, ob ich mich bei Facebook anmelde
und denen die Daten in dem Format und in der Menge und in dem Detailgrad und in dem Datenmodell liefere, was sie sich da vorher für überlegt haben, oder ob ich das nicht tue, dass ich nicht verhindern kann, dass irgendeine Krampe ein Bild von mir hochlädt und ich damit in den Gesichtserkennungsalgorithmus von Facebook lande. Ja? Und Facebook genau weiß, wie mein Gesicht aussieht. Und die einzige Option, die ich habe als Nicht-Facebook-Nutzer, ist, dass sie mich nicht taggen können, weil ich eben kein Nutzer von Facebook bin. Oder als Facebook-Nutzer sagen kann, bitte tagge mich nicht, wenn du mich erkannt hast. Ja? Also verrate niemandem, dass du mich in dem Bild erkannt hast. Das ist alles ganz schlimm. Ja, das ist absolut richtig. Aber es macht schon einen Unterschied, ob ich mich dort anmelde und da freiwillig allen Scheiß reinfüttere oder ob ich irgendwie versuche, mich dem zu entziehen. Aber es ist genau richtig, dass weil diese Datensammlungen inzwischen so groß und so mächtig sind, ist es richtig, dass wir im Zweifelsfall das Ungemach nur noch mit Regulierungen und Gesetzen irgendwie in Grenzen halten können. Und wahrscheinlich ist es selbst dafür schon zu spät, weil diese Unternehmen ja seit eigentlich ihrer Existenz zeigen, dass sie einen Scheiß darauf geben, was die Staaten unter ihnen entscheiden. Und die können es sich halt auch erlauben. Weil im Zweifelsfall, wenn Facebook sich entscheidet, ach, okay, eine geringfügig relevante Institution wie die Europäische Union entscheidet sich für eine Datenschutzgrundverordnung. Wir halten diese Datenschutzgrundverordnung für falsch. Dann kann Facebook darauf vertrauen, dass 95% der Bürgerinnen und Bürger der Europäischen Union auf ihre gesetzlichen Rechte verzichten, um Facebook weiter nutzen zu können. Und das ist echt scary. Das hat man sonst nur bei VW. ich weiß jetzt nicht die Reihenfolge, deswegen gehe ich einfach von links nach rechts. Ne? Und gerade die Großen sind das Problem. Ich denke halt so, der Staat müsste nicht mal verbieterisch eingreifen, sondern es würde auch oft schon viele Dinge, wenn gerade in der Schule, in der Lehrung und auch in der Uni wirklich darauf geachtet wird, dass da eben nicht die großen Firmen auch noch bedient werden. Also mir wurde zum Beispiel an der Schule damals Word und Excel beigebracht im Informatikunterricht. Und ganz aktuelles Beispiel, meine Freundin an der Dings macht hier an der FU Lehrerstudium und die haben einen SIP-Pool mit Mac-Rechnern auf dem Windows-Rechner. Und da frage ich mich halt, müsste da nicht, also wäre da nicht auch ein guter Ansatzpunkt, wo der Staat halt dafür sorgen kann, dass man da halt unabhängiger wird und man da halt wirklich explizit freie Software einsetzt. Ja, einsatzfreier Software ist grundsätzlich gut, vor allem weil die natürlich in einem, sag ich mal, auf einem anderen Reifeniveau sich häufig bewegt als die kommerzielle Alternative und an diesem geringeren Reifeniveau man, sag ich mal, einen besseren Umgang mit Computern lernt und mehr davon versteht, was diese Geräte tun. Und ich halte das für fundamental wichtig. Ja, da wird jetzt so ein bisschen gelacht, so, ne, aber wenn ich mein Leben lang Mac-Rechner benutzt hätte, wäre ich heute auch nicht mit meinem technischen Verständnis da, wo ich irgendwann mal gelandet bin. Und natürlich ist das wichtig, dass man neben all der Ermächtigung, die man zweifelsohne erfährt, auch irgendwie noch versteht, wie diese Geräte irgendwie funktionieren. Und freie Software, klar, selbstverständlich, wichtig. Man soll da nur sich vielleicht auch nicht unbedingt so blenden lassen, dass diese freie Software jetzt alles nur von irgendwelchen Hippies geschrieben wird und der Welt geschenkt wird. Die ist halt auch von großen Milliardenunternehmen geschrieben und finanziert. Ne? Also der größere Teil der Codebasis von Linux wird inzwischen von irgendwie Facebook und Red Hat beigesteuert. Das sind alles keine karitativen Unternehmen. Aber klar, das wäre der sinnvolle Ansatz. Ja, du hast bei der digitalen Bildung ja Wert darauf gelegt, dass das irgendwie querschneidend interdisziplinär passiert, dass es kein einzelnes Fach ist. Gleichzeitig habe ich ja auch so verstanden, dass du relativ viel Wert darauf legst, dass irgendwie Leute ja selber kreativ mit Technik umgehen
geben, dass sie dahinter stecken, wie es funktioniert. Und dann ist man ja schnell bei der Frage, irgendwie sollte, in welchem Umfang sollte an Schulen programmieren gelehrt werden. Also da gibt es ja Leute, die sagen, alle sollten das können, und andere sagen, naja, das ist eigentlich schon sehr speziell, andere Sachen wären wichtiger. Auch wenn andere vielleicht wichtiger sind, wie siehst du das? In welchem Umfang sollten alle programmieren können, programmieren in der Schule lernen? Also ganz einfache Antwort, jede Schule, jedes Kind mindestens eine Programmiersprache, ganz klar. Und zwar aus dem einfachen Grund, dass ich aus Programmierlogik wird unsere Welt gerade gemacht. Ja? Alles, was wir tun, ist von irgendwelchen Leuten programmiert. Also mir ist wenig, und wir hatten ja gerade den Punkt, mir ist wenig nicht Digitales, nicht der datenmäßig Erfasstes überhaupt noch bekannt, was in unserer Gesellschaft noch eine Rolle spielt. Und ich denke, damit nicht irgendwann wir in einer Welt leben, wo es ein paar Eingeweihte gibt, die programmieren können, und große Teile der Gesellschaft, die noch nicht mal mehr tippen können, damit wir dieses Ungleichgewicht nicht haben, ja, denke ich, dass es absolut notwendig ist, dass Kinder Grundkenntnisse programmieren erlernen. So, die brauchen auch Grundkenntnisse in Mathematik, auch wenn die ganze Zeit erzählen, sie bräuchten Integralrechnungen nicht mehr, wenn sie irgendwann groß sind, was auch sein mag. Aber ich denke, Bildung, zumindest habe ich Bildung immer auch so verstanden, zumindest während der Schulzeit, dass die den Zweck auch hat, mein Gehirn in irgendeiner Weise zu fordern und zu beschäftigen, sich mit der Welt auseinanderzusetzen. Und das, allein unter diesem Ansatz schon, würde ich sagen, bitte, eine Programmiersprache. Müssen nicht alle Programmierer werden, können auch, wir haben vielleicht irgendwann so, ich glaube zum Beispiel autonome Bagger könnte noch ein bisschen dauern. Das heißt, da haben wir noch ein bisschen Platz für Leute, die jetzt irgendwie nicht so viel Lust auf Digitalisierung haben. Aber ich glaube, ich kann mir nicht vorstellen, dass Menschen, die heute oder vor 10 Jahren geboren sind, ein gutes Leben haben werden, wenn sie sich nicht zumindest mit grundsätzlichen Prinzipien der Programmierung auseinandergesetzt haben. Mehr will ich ja gar nicht. Können nachher sagen, ich habe das alles wieder vergessen, hatte ich mal in der Schule. Ist okay. Aber ich würde nicht das Risiko eingehen, dass sie es nie verstanden haben, was das bedeutet. Ich glaube, jetzt war eigentlich da noch eine Meldung vorhin. Wir hatten vorher das Thema, dass ich mache da nicht mit bei diesem zentralen Datensammeln und um weg von der Zentralisierung zu kommen zu einer dezentralen Sache, kann da vielleicht die Blockchain irgendwie helfen, dass man. Also die Antwort auf die Frage, könnte nicht die Blockchain, ist immer nein. Entscheidend ist einfach nur, wird dieser Weg auch von dem größeren Teil der Gesellschaft beschritten? Und es ist richtig, dass der, zumindest wenn wir jetzt mal bei Bitcoin bleiben, dass dem Ding ja der Gedanke zugrunde lag, ein verteiltes Netz zu haben, ein verteiltes Finanzsystem, über das alle wachen, die daran teilhaben. Dummerweise reicht dieser Gedanke nur so lange, bis nicht eine Instanz, eine Person oder eine Institution mehr als 50% der Rechenkraft stellt. Und ich wäre fast jetzt so unvorsichtig zu behaupten, dass das irgendwie das Problem ist, was es zu lösen gilt. Dass wir in Situationen, wo wir anfangen mit eine gleichverteilte Macht oder kein überbordendes Machtverhältnis Einzelner, dass sich dort irgendwie automatisch so Machtkonzentrationen zu bilden scheinen. Ja? Insbesondere, wenn es da irgendwo Geld zu verdienen gibt. Ja? Dann haben wir das, ne, geil, freier Markt, also irgendwie neue Innovationen, zack, alle machen mit, Markt konsolidiert sich, alle sind bei einem Anbieter. Und das sehen wir in jedem neuen Feld. Und das scheint irgendwie so eine Art Naturgesetz zu sein. Ich habe auf Anraten meiner Eltern Ökonomie nicht studiert. Insofern weiß ich nicht, ob da vielleicht schon Forschung zu gibt. Ich würde vermuten, das schon. Aber allen, was fehlt, wäre quasi ein System, das die Kraft, dass die Einflussfaktoren in den
bei den Einzelnen hält und gleichzeitig sicherstellt, dass das so bleibt. Ich glaube, so Genossenschaften sind so Organisationsformen. Aber gucken Sie sich mal Leute an, die irgendwie 20 Jahre alle 14 Tage Plenum in einer Genossenschaft gemacht haben. Ne? Aber in die Richtung würde ich forschen. Haben. Welche Ansatzpunkte haben wir da einfach die Leute, die jetzt da eigentlich schon erwachsen sind, aber auch so unsere Kinder, die einfach die leuchtenden Blätter in der Hand haben, die noch wieder in diese Digitalisierung einzubringen? Weil ich sage mal, mit Assembler-Programmieren ist es jetzt dann schwierig, das wieder alles so aufzuholen. Also die Frage war nach Ansatzpunkten irgendwie Kinder, die jetzt quasi schon einen größeren Teil der für die Digitalisierung, die ich für relevant halte, nicht mitgemacht haben, irgendwie nochmal dahin zu ziehen. Und da kann ich eine Anekdote erzählen, die mir selber nur überliefert wurde von den Leuten, die im CCC Hamburg so die Jugendlichenarbeit machen. Da gibt es dann einfach regelmäßig so einen Junghackertag und da kommen die Kinder hin mit ihren Computern. So, und da war jetzt ein Person, weiß nicht, ob das ein Junge oder ein Mädchen oder irgendwas anderes war, kommt rein und sagt, Vater liefert das Kind ab und sagt hier, Chaos Computer Club. Passiert oft, ja, passiert oft. Und Gute war, das war an dem Tag auch vorgesehen, dass das passiert. Und dann kümmert sich jemand um dieses Kind und sagt so, ja, hör mal, was willst du denn machen? Und das Kind sagt, ey, ganz ehrlich, ich bin froh, wenn ich einfach mal 2 Stunden in Ruhe Minecraft zocken kann. Der Vater geht mir so auf den Sack. Wenn ihr mich einfach in Ruhe lassen könntet, wäre mir schon viel geholfen. Ja? Und dann so, okay. Ja? Und dann hat derjenige, der da das Kind betreut hat, hat so gesagt, so, kennst du eigentlich da unten die Konsole bei Minecraft, wo man mit ein paar Python-Befehlen das Ding, was du da baust, schneller bauen kann? Und das Kind irgendwie so, ne? Inzwischen irgendwie regelmäßiger Gast im CCC Hamburg und irgendwie in den Python-Programmierskills echt schon mal weiter vorangekommen. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass das, dass man da natürlich die jetzt nicht irgendwie wegzerren kann von dem, was die Leute interessiert. Aber ich wurde auch nie weggezerrt von dem, was mich interessiert hat. Mir mussten nur irgendwann einmal die richtigen Impulse gesetzt werden. Und Programmieren ist geil. Und wenn du bei Minecraft auf einmal irgendwie der Held bist im Freundeskreis, weil du irgendwie in dieser Konsole 5 Befehle eingeben kannst, so, was meinst du, wie schnell die alle mit dir spielen wollen? So, und dann können die auf einmal auch alle programmieren. So, und dann entstehen da auf einmal schöne, kleine, geile Keimzellen für irgendwas, an dem ich mich dann hoffentlich in 20 Jahren irgendwann mal erfreuen kann. Leuten, die nicht mehr im schulischen Kontext unterwegs sind und auch in einem universitären Kontext und die auch irgendwie nicht Minecraft zocken, sondern die einfach Amazon, Google und Facebook benutzen und die ja trotzdem einen Mangel an Medienkompetenz haben, der nicht mehr durch eine institutionelle Bildung auszugleichen ist. Mhm. Also welche Strukturen können denn da geschaffen werden oder gibt es vielleicht schon diese Generation, zu einer verlorenen Generation, die einfach Facebook zum Spaß vorgeworfen wird und die auch irgendwie zum Beispiel die Volkshochschule ist ja auch eine Geldfrage. Ne? Also wenn man irgendwie dann 100 Euro zahlen muss, um an der Volkshochschule mal einen Kurs für eine Programmiersprache, wo man dann irgendwie nur wie bei Sprachkursen auch bis zum Level 1 kommt, ne? Das kann ja auch nicht. Also die Frage war nach der verlorenen Generation, die Facebook zum Fraß vorgeworfen wurde. Nur falls es nicht verstanden wurde. Ich glaube nicht, dass dieses Problem vollständig gelöst wird. Ich kann aber sagen, dass Angebote, die sich an ältere Menschen richten, die sich an Gruppen richten, die vielleicht auch in ihrer Sozialisation ein bisschen vom Computer ferngehalten wurden,
insbesondere natürlich auch Angebote, die sich an Frauen richten, die einfach mal viele Jahre in dieser Gesellschaft halt von Computern weggeschubst wurden, so ungefähr. Ne? Aber da ist keiner auf die Idee gekommen, den Computer zu kaufen. Diese Angebote erfreuen sich enormer Beliebtheit und enormem Wachstum. Wenn man diese Angebote schafft, dann werden die wahrgenommen. Das ist irre, was da in diesem Bereich in den letzten Jahren entsteht. Und da gibt es eine Nachfrage. Und vielleicht gibt es bei manchen auch keine Nachfrage. Und dann ist das auch okay. Ne? Wir müssen jetzt nicht alle Programmierer werden und es ist auch in Ordnung, dass wir einen größeren Teil der Gesellschaft haben, der vielleicht dieses Ding einfach mal nur als Konsument mitnimmt. Wie wir alle, das ist ja nicht alles nur digital, wir nehmen ja viele andere Dinge auch nur als Konsumenten mit. Aber es ist wichtig, vielleicht zumindest in der Gesellschaft die kritische Masse zu erhalten, die dafür sorgt, dass die Technologie etwas bleibt, an dem alle partizipieren können, wenn sie möchten. Und das für alle offen ist und für alle Nutzungsformen und für alle Freiheiten, die Menschen irgendwie wahrnehmen möchten, zur Verfügung steht. Und das ist, glaube ich, das, worauf wir hinarbeiten müssen, damit man irgendwann mal zu solchen Leuten sagen könnte, bist du selbst schuld. Aber da sind wir weit von entfernt. Also, die Frage war, wenn man sich dem nicht mehr entziehen kann, ist man dann überhaupt, kann überhaupt noch von Souveränität die Rede sein? Und die Frage stelle ich tatsächlich ja auch im Vortragsuntertitel. Ich bin mir da nicht so sicher, ob diese Souveränität im eigentlichen Sinne überhaupt noch zu erhalten ist. Ich weiß aber auch nicht, ob seit unserem Sonnengott Louis XIV irgendwann noch mal wirklich ein Individuum souverän war. Ja? Also die Reinform von Souveränität erleben wir alle nicht. Ne? Wir können dann weiterspinnen mit, wir werden aber die ganze Zeit von der Bild-Zeitung zugeballert mit irgendeiner Scheiße und glauben irgendwie, Asyltourismus wäre jetzt irgendwie ein nennenswertes Problem in Deutschland. Ne? Gibt es alles so. Sind alles Fragen von irgendwie Souveränität, freiem Willen, Mündigkeit und sonstigen. Also in der Reinform wird das wahrscheinlich nicht möglich sein und ist irgendwie ein Ideal, nach dem man streben muss. Aber es ist relativ klar, was uns hin zu mehr Souveränität und oder hin zu weniger Souveränität bewegt. Und ich würde nicht argumentieren, dass es ein Souveränitätsgewinn ist, wenn man sich der Digitalisierung entzieht. Ganz im Gegenteil. Ich würde argumentieren, dass es dass Souveränität heutzutage nur noch darin bestehen kann, dass man sich wenigstens der größeren Zusammenhänge bewusst ist und vor diesen Zusammenhängen informierte Entscheidungen treffen kann und für etwas einstehen kann. Und das kann eben nicht sein, geh weg, Internet, Strahlung, Aluhut, aber es kann eben auch nicht ein völlig unkritischer Umgang sein. Und das ist eben das, was Politik ausmacht. Und das ist das, was es ausmacht, sich darüber Gedanken zu machen, wohin eine Gesellschaft gehen soll. Und dass du dir diese Frage stellst, zeugt halt davon, dass diese Auseinandersetzung zumindest stattfindet. Und natürlich werden wir das alles nicht mehr wegdenken. Ja, wir haben schon viele Leute versucht, die Zahnpasta zurück in die Tube zu bekommen und die meisten sind irgendwie dabei verhungert. So. Das wird weitergehen. Die Frage ist, schaffen wir es als die Mehrheit der Gesellschaft, diesen Prozess so zu gestalten, dass er stattfindet, wie wir den gerne haben wollen und wie der für uns gut ist. Und wenn wir uns darüber Gedanken, wenn ich die Frage stelle, dann ist das momentan
einfach mal nicht der Fall. Diese gesamte Digitalisierung kommt gerade einfach zack in unseren Hals und wird oben reingestopft wie, wie nichts Gutes. Und da haben wir wenig Möglichkeiten mitzubestimmen, wie wir digital zusammenleben wollen. Und das muss sich irgendwann mal ändern. Also hätte sich irgendwann mal ändern müssen für diejenigen, die sagen, der Zug ist schon abgefahren. Da meine Stimme langsam schwindet und ich glaube, ich schon viel länger hier vorne stehe, als geplant war, würde ich mich jetzt einfach herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken und empfehle noch irgendwie den Chaos Computer Club, einen kleinen Podcast, den ich zusammen mit einem Kumpel aus dem CCC mache, wo wir uns regelmäßig mit dem Internet und der Politik auseinandersetzen, und wünsche noch einen angenehmen Donnerstagabend hier in Erlangen. Genießt die verbleibende digitale Restsouveränität, solange sie euch bleibt.